Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Dying Light. Ich bin euer Firbo und wir haben hier noch ein paar Nebenquests zu erledigen. Bergen Sie vom Umhängetasche, die könnten wir jetzt machen, beziehungsweise. Wir haben so viel zu tun jetzt hier momentan. Das ist echt krass, ey. Ihr seht, die Karte ist voller Nebenquests und allem. Wir haben jetzt alle abgesucht inzwischen. Die müssen wir auf jeden Fall in die Quarantänezone auch noch. Das ist ein Quest und wir sind hier. Ja, wir sind hier. Dann gehen wir erstmal zu dem blauen Pünktchen auf der Karte mit unserem blauen Basie hier, der richtig nice ist, wie ich finde. Und vor allem cool aussieht. So, ich schaue hier rein. Vielleicht finden wir was Nettes. Ein elektrisches Bauteil, jawohl. Das hat sich gelohnt, da reinzuschauen. Denn für lila Sachen bin ich immer zu haben. Und noch eins. Was für ein Glück. Ist noch vielleicht irgendwas, was hier. Das ist ja gerade ein richtiger Lauf. So, müssen wir hier runter. Können wir in die Reifen springen? Ne, können wir nicht. Okay. Schütte. Lass mal verarzten. Schade eigentlich. Hier noch ein bisschen Schnur, wunderbar. Zack. Au, ich wollte eigentlich auf den Zaun hier landen. Egal. Fallon, ich bin in der Nähe des Cafés. Worauf soll ich achten? Bestellen Sie keinen Latte. Die Milch ist meistens sauer. Zack, Tür geht ja schnell auf. Instant down? Geht auch nicht. Das ist aber instant down. Oh. Ah, so ein Kack. Halt die Fresse. Oh, Scheiße. Leute, ich hab die mit der Keule verletzt, oder was? Geht doch mal alle weg hier. Zack. Oh Mann, geht da mal. Warte, was Schütze machen will. Zack. Eigentlich müsste jetzt die Beine gebrochen haben, Kollege. Okay, jetzt habe ich echt zu viel rumgespielt. Hier eine Markierung wegmachen. So, ey, der liegt immer noch. Hab ich ja jetzt nicht. So. Ach nö. Ernsthaft. Oh. Okay. Ist schon mal down. Alter, ich hab dir voll nicht fast. Okay, dann halt so. Oh Mann. Jetzt weiß ich auch, warum der nicht hier gucken wollte. Sehr heftig, eine Zombie-Figur, geil. Ich weiß aber nicht, was ich mit der Zombie-Figur machen soll, aber gut. Was zu futtern, das kann ich gut gebrauchen. War denn hier irgendwas? Und da ist was. Ich hab ihre Tasche. Notizen. Wo finde ich die Kamera? Sie sind der Hecht. Sie ist im Kofferraum eines schwarzen Wagens auf der Brücke der Schande. Das war jetzt nicht, was ich hören wollte. Der Brücke der Schande, ernsthaft? Jo, da müssen wir so weit hin. Was ist das denn? Melia? Okay. Keine Ahnung, eine Belohnung oder was? Brücke der Schande, Brücke der Schande. So ein Dreck. Gut, gucken wir auf die Uhr. So, wir haben hier noch was zu tun. Was ist das da? Was noch? Christoph, okay, gehen wir mal dahin. Suchen wir den lieben Christoph, obwohl, das kann ich auch neben Quest aussehen, müsste ich schon markieren. So. So. So, jetzt. Oh, den haben mich verwischt. Warum sind denn jetzt hier so viele. Was waren die denn alle von mir hier, ey?
Was wollt ihr denn alle von mir? Das verstehe ich gerade nicht, was ihr von mir wollt. Was wollt ihr denn alle von mir, ey? Hinter mit euch. Was habe ich euch getan, die blöden Zombies, hä? So, weg. Kommst du jetzt her oder nicht? Zack, voll in die Fresse. Sehr viele Soldaten sind das hier, fällt mir so auf, ey. Zur Zeit? Komisch. Ach, wir sind hier. Kann noch jemanden retten. Das machen wir noch jetzt mal eben schnell noch. Es gibt wieder schöne Erfahrungspunkte. Hallo? Wo bist du denn doch da? Komm. Ja. Ja, mach noch Lärm, genau. Ich würde mich gerne revanchieren. Gib mir den Basie. Na egal. So, wie weit ist denn das? Ach du Scheiße, so weit haben wir hier noch. Suchen Jeff in seiner Festung aus. So, ja, das kann ich auch. Da gibt's auch noch eine dicke Quest. Oh man, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun und ja, egal, wir gehen jetzt mal zu dem lieben Christoph. Man, haben wir schon gekillt, okay. Oh, ja. Er hat mich sogar noch getroffen, der Wichser. Soft. Krasses Arsch, ey. So, Molotov Cocktail haben wir 21, der Dreistellige. Ey, der bombardiert mich bis hier hinten hin noch. Ist dort Crane? Kannst du mich hören? Hm? Wer bist du denn? Wer ist da? Hier ist Tolga. Und Fatin? Wir arbeiten für Mr. Dahl und haben eine Aufgabe für dich. Komm schnellstens her, Dalli Dalli. Wie unhöflich, Tolga! Rede nicht so mit ihm! Klappe, Fatin! Misch dich nicht ein! Wird's dunkel? Ne, wird's nicht. Sieh doch nur wütend, du Idiot! Sei still oder es setzt Flügel! Tolga? Oh, okay. Kann mich jemand hören? Christophe! Ich brauche Hilfe! Ich höre dich, Christoph. Crane hier. Wo bist du? Vor der Herberge. Ich habe ein paar Überlebende gefunden. Es geht ihnen nicht gut. Okay, hast du was Nettes? Doppelläufige Schrotflinte, aber das ist echt egal, welche Farbe die hat. Na ja, egal, so, wir, noch was, wir können auf jeden Fall was verkaufen. Denke ich mal eine Rohrzange, jawohl. Die damit behalten wir. Die, das hier verkaufen wir. Das verkaufen wir. Ja, ansonsten haben wir nichts mehr zu verkaufen. Okay. Christoph, halt durch. Ich bin schon unterwegs. Ich muss irgendwie, wo laufe ich denn lang hier gerade? Was müssen wir hier hin? Achso, okay. Ah, hier kann man hochklettern, alles klar. Nett, wie wir die Tür aufmachen. Was ist denn hier? Warum ist hier kein Shop mehr? Ist doch nervig. Hä? Wir haben auch noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Seid ihr Tolga und Fatin? Ja, wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Was ist das alles, Russen? Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden. Und sie ist sehr schwer. Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden sie stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Eine brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Haken! Ist doch offensichtlich! Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich. Dieses Projekt ist wichtiger als alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Enzephalon erfassen könntest. Versuche es gar nicht, den Plan zu verstehen. Bloß nicht. Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Da sind schon mal Zombies draufgegangen gerade.
ein Gorilla für eine Schimpansenaufgabe? Was für eine Orangutan-Aufgabe? Harmonikin. Dass Dr. Seyes intelligenter war als Cornelius? Okay. So, was haben wir hier? Jaden, Hangar, Lager aus der Suchen. Das ist alles so nah beieinander. Die Frage. Was war das für ein Geräusch? Das ist so ein Suizider. Hoppala. Okay, ich mich nochmal. Oh, da kommt jemand. Kam die Typen ja schon angelaufen. Arschloch-Team. Konton. Bam, Action hier. Schnell den Base reparieren. Komm schon her. Zack. Zack. Zack, und noch den hier. Wir suchen hier die Zombies. Kann jetzt mal nicht tot sein. Ja, wir scheinen nicht tot zu sein. Okay, der gammelt ein bisschen vor sich hin. Ich könnte jetzt immer noch als notfalls als Bomben brauchen. Das ist das Gute. So, und schauen wir eben hier noch. Oh, die haben auf dem Buskorb. Die haben das Geld verloren. Okay. Dann laufen wir einfach mal weiter in die Richtung. Weg. So. Sehe ich auch noch. Ne, hier ist nicht die Aufgabe. Okay. Ach, hier ist es. Ja, ach so, das Umspannwerk ist hier das kleine. Ist klar, hier muss ich rein. Wie scheint. Die Frage ist, jetzt hänge ich hier, aber mache ich hier. Ich dachte, ich muss irgendwie ran. Da kann ich mich nicht festhalten. Ach, zum Glück habe ich direkt reagiert. Oh, da ist ein Schild einfach kaputt gegangen. Deren Schild ist auch einfach kaputt gegangen, einfach so. Ich habe nichts dazu beigetragen. Okay, das war ich. Das war meine Schuld. Sorry. So, wir haben noch hier eine zu durchsuchen, oder? Wie kommen wir hier ins Lager rein? Das ist jetzt die Frage. Oder kann man hier am Rad drehen und es kaputt machen? Ja, anscheinend nicht. Okay. Dann laufen wir mal hier rum. Vielleicht finden wir was. Lalala. Wir haben hier Zeit. Zack. Ah, hier ist ein Eingang. So. Muss nicht aufmachen wahrscheinlich, oder? Weg mit dir. Zack. Erledigt. Hier? Achso, müssen rüberklettern oder was? Ernsthaft jetzt? Müssen wir jetzt rüberklettern? Kann ich hochklettern? Nein, kann ich nicht. Ah, hier kann ich hoch, aber da komme ich nicht ran. Ah. Alles klar, hier. Dann mit viel Anlauf und hoffentlich das klappt es. Jawohl. Aber, was haben sie gefangen? Gut, da. Ich komm, ich versuch's einfach nochmal. So. Okay, wir haben jetzt den Steg, immerhin. So. Hier ist eine Truhe, die verdächtig aussieht. Und wir sind gestorben. Nein. Überlebenspunkte von 1600, echt? Och Mensch. So ein Dreck. Gibt's doch nicht. Ernsthaft jetzt? Wir müssen jetzt laufen. Wo sind wir?
Ah, geht ja noch. Ich hatte jetzt schon einen weiteren Weg gedacht. Gut. Dann nochmal zurück. Oh Mann, ey. Was für ein Arschloch. Was bist du denn für einer? Komm her. Kopfschmerzen. Ade. Hat wenigstens Alkohol dabei gehabt. Oh Mann, jetzt sind wir da echt runtergeknallt. Ah, Weltmetall hochklemmen. Okay. Schütze einfach machen können. Okay, so, jetzt können wir hier nicht runter. Natürlich ist es am besten, wenn wir jetzt auf so ein Dach hier fallen. Okay. Wir machen jetzt schon mal einen Cut und wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao.